Verbotene Doppelbesteuerung. Der Bundesfinanzhof entscheidet am 19. Mai 2021 nicht für alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Am 19. Mai 2021 ist es endlich soweit. Der 10. Senat des Bundesfinanzhofs, das ist also das höchste deutsche Instanzgericht in Finanzangelegenheiten, wird in zwei Klageverfahren wegen verfassungswidriger doppelter Besteuerung von Alterseinkünften verhandeln, in einer mündlichen Verhandlung, und dann ein paar Tage später eine Entscheidung treffen und auch mitteilen. In beiden Verfahren, so hat es der Bundesfinanzhof auch aktuell auf seiner Homepage dargestellt und auch erklärt, geht es nicht um eine allgemeine Entscheidung, ob die Besteuerungsverfahren in Deutschland grundsätzlich wegen doppelter Besteuerung verfassungswidrig sind, sondern hier geht es nur um zwei Klageverfahren. Beide Urteile, wenn sie denn gefällt werden, wirken grundsätzlich nur in der Juristensprache gesprochen inter partes. Inter partes bedeutet, beide Urteile haben nur Auswirkungen innerhalb der Prozessrechtsparteien. Und das ist einmal der Kläger und das jeweilige Finanzamt. Das heißt also, wenn es zu einer positiven Entscheidung in den Urteilen kommen sollte, ich hoffe es, hat diese positive Entscheidung grundsätzlich erstmal nur Auswirkungen auf die beiden Klägerinnen und Kläger in dem Verfahren vor dem Bundesfinanzhof. Und hat keine Auswirkungen erstmal in Bezug auf irgendwelche Rechtsentscheidungen für alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Nur das Bundesverfassungsgericht kann eine Entscheidung fällen, die für alle Bürgerinnen und Bürger inter omnes, so nennt man das, dann auch Wirkung haben kann. Also für alle Wirkung haben kann. Und warum ist das so? Jeder Besteuerungsvorgang in Deutschland ist höchst individuell. Das heißt also, wenn ich heute eine Steuererklärung abgebe, dann ist das ein sachlicher Vorgang. Wenn ich dagegen klage, wenn ich also praktisch gegen eine Entscheidung vom Finanzamt klage, ist das ein Klageverfahren. Und wenn der Bundesfinanzhof entscheidet, dann entscheidet er nur in dem Prozessrechtsverhältnis zwischen mir und dem Finanzamt. Dass natürlich das Revisionsverfahren oder die beiden Revisionsverfahren des BFH allgemeine positive Wirkung haben können für die vielen hunderttausend Rentnerinnen und Rentner. Das ist unbestritten, denn wir warten ja letzten Endes auch auf die Beantwortung vieler offener Rechtsfragen. Und eine ganz spannende Frage, die bis heute noch nicht geklärt ist, und die finde ich eigentlich ist die spannendste Frage, ist die Frage, wie sieht denn das überhaupt aus? Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben Anspruch oder es wurde bei Ihnen eine doppelte Besteuerung von einer Altersrente festgestellt. Wie sieht denn das jetzt aus? Welchen Anspruch haben Sie denn jetzt nun auf Rückerstattung der zu viel gezahlten Steuer oder eventuell Absenkung der Steuer, die Sie zahlen müssen, also Milderung des Besteuerungsanteils? Und dann, wenn man davon ausgeht, dass Sie einen solchen Anspruch haben, um welchen Prozentsatz wird die festgestellte Steuer dann zu Ihren Gunsten oder zu meinen Gunsten dann gesenkt? Eines muss Ihnen auch klar sein. Ein Anspruch auf Prüfung, ob eine verfassungswidrige doppelte Besteuerung vorliegt, haben Sie immer nur dann, wenn Sie eine Altersrente bekommen und deswegen auch entsprechende Besteuerungsvorgänge einleiten. Nehmen wir mal an, der Bundesfinanzhof entscheidet am 19.05.2021 zugunsten der Kläger. Was müssen Sie dann tun? Sie müssen dann auf jeden Fall, wenn Sie der Meinung sind, dass bei Ihnen auch eine doppelte Besteuerung vorliegt, müssen Sie aktiv werden. Das heißt also, Sie müssen gegen Ihre Steuerbescheide, die Sie bekommen haben, wegen der Altersrente zum Beispiel, müssen Sie Einspruch einlegen. Sie müssen aktiv werden. Von alleine geht es nicht. Das heißt also, dass die Entscheidung des Bundesfinanzhofs hat nicht die Wirkung, dass auf einmal das Finanzamt sagt, okay, lieber Steuerbürger, der du nicht an dem Verfahren beteiligt warst, wir heben jetzt
deinen Steuerbescheid auf und erstatten dir Steuer. Nein, so wird es nicht laufen. Das heißt also, Sie müssen selbst aktiv werden, Sie müssen Einspruch gegen den Steuerbescheid einlegen und müssen notfalls auch gegen das Finanzamt klagen. Und ich kann Ihnen da nur empfehlen, wenn Sie diesen Schritt gehen wollen, dann sollten Sie das bitte mit Hilfe eines Fachmanns tun, der sich wirklich mit diesen Fragen auskennt. Denn das Thema der doppelten Besteuerung und dem Nachweis dazu ist extrem schwierig und deshalb Fachleute nehmen, die Ihnen dabei helfen. Näheres zum Thema doppelte Besteuerung von Altersrenten finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.